Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei XCOM Enemy Within, wo wir jetzt die Alien-Basis einfach angreifen, den Stützpunkt, weil, ach, warum nicht? Oder wartet man auf die Plasmakanone die 2 Tage? Verbesserte Pistolen ist fertig. Ach, Plasmakanone war für gegnerische UFOs beschießen. Oh, wir haben keine Waffenfragmente mehr. Obwohl, wir machen lieber die EMP-Kanone. Die ist eigentlich cooler. So, dann haben wir noch Orden, die können wir verteilen. Ach nicht. Orden verleihen, plus 5 auf Deckung. Das geben wir mal dem Unterstützer. Dass ich sowas mit Escape dann abbrechen muss. Und wir haben noch eine Verteidigernadel. Jetzt ging es doch mit der Maustaste. Jedenfalls, na, zurück, zurück, zurück. Einsatzleitung, Angriff auf Alien-Stützpunkt, Angriff. So, haben wir nicht eine 6. Einheit, die irgendwie upgradet ist? War ansonsten nämlich hier Xenia mit. Ach ja, ich habe übrigens eine Titanrüstung vorhin gebaut. Entschuldigung, wenn ich das nicht erwähnt hatte. Die kriegt aber... Captain Leutnant. Der Captain kriegt die, oder? Captain Weowulf. Ach, sie ist so schön. Und sie ist einfach nur Silber. Und sie putzt sich die Nase eklig. So. Ich denke mal, damit werden wir genug Zielsicherheit haben und Durchschlagskraft. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Es ist eine ganze Zeit her, dass ich an der Basis war. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Ah, ich muss den Stützpunktskommandanten festnehmen. Tja, hörte ich mal den, wie heißt? Ihr wisst, was ich meine. Pulskanone. Aber problematisch hierbei jetzt auch, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, jetzt bin ich hier. Weil ich, Iron Man Mode spiele und es ist schon längst abgespeichert, sobald ich den Einsatz starte. Dann kann ich leider nicht einfach rausgehen. Es bringt leider dann nichts. Wisst ihr, mir fehlt wirklich ein bisschen dieses... Ich will nichts tun in der Runde mit dem Soldaten. Er soll einfach nur da sein. Na toll. Was fies, so eine miese Nummer. Er muss leider die kleinen Drohnen ausschalten erst. Die leider echt was aushalten. Treff. War ja klar. Okay, der ist schon mal tot. Aber generell sollten die da nicht angegriffen werden. Und wir haben ja genug, Kacke. Es feuert auf mich.
Und das Sauvieh trifft mich natürlich sofort. Und das Feuer trägt nochmal, ne? Gut, da ich den mit der Titanrüstung vorne stehen hab. Oh, ich wusste, dass es wieder auf Klassik gesprungen ist. Ich hab's schon gerochen, als ich jetzt so viel kassiert habe. On the move. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Dr. Whalen, wir wollen das gar nicht wissen gerade. Warum kann ich den anderen nicht sehen? Position bestätigt. Ich kann den da oben nicht sehen. Das sind Sachen, die ich liebe an diesem Spiel. Versuchen wir unser Glück. Na, echt scheiß Waffen für das Ding. Ich habe leider gerade nichts anderes mit. Warum hat der ein normales Sturmgewehr mit? Ach, weil es ein anderer Soldat ist. Ich habe es nicht drauf geachtet oder was? Ey, manchmal checke ich das Ganze nicht. Also... ohne Witz, irgendwie manchmal wollen sie mich einfach nur in den Wahnsinn treiben. Wisst ihr, was das Problem ist? Ich kenne ja den Angriff mit den Raketen, aber ich habe die Markierung nicht gesehen von der Runde davor, sonst hätte ich doch da keine Truppen hingezogen. Der macht doch dann diesen Laser vorne aus sich raus. Ach du Scheiße, es ist einfach immer wieder der gleiche Kack. Das ist einfach, weil die Mission schon auf klassisch gestartet ist. Und wie... der hat gerade Raketenkram gemacht... und jetzt kriege ich einen Reflexschuss. Und da oben backt das scheiß Ding die ganze Zeit rum jetzt. Ich weiß, ich hätte den Raketenwerfer besser benutzen sollen. Aber ohne Scheiß, was hätte es mir gebracht gerade? Was soll der mir bringen, ey, mit seinen 4 Schaden? Und warum kann der immer wieder Reflexschüsse einsetzen? Es macht mich fertig. Es macht mich echt fertig. Oh, alles nur wegen diesem scheiß schwierigen Schwierigkeitsgrad und wegen dem scheiß Rumgehocke, ey. Die
die ständige Umstellen vom Schwierigkeitsgrad, obwohl man es immer wieder umgeändert hat. Das ist echt so eine Kinderkacke. Vor allem direkt im ersten Raum kriege ich diese scheiß Schmecks hingepappt, die total overpowered sind und schießt mich tot. Die ich letzte Mal, als ich das erste Mal durchspielte, die kamen in den letzten zwei Missionen, habe ich vielleicht zwei, drei Stück davon gehabt. Aber sonst kamen die nie vorher. Oh. Aber ich musste wechseln, das hätte ich dir nicht gesehen. Ich muss auf den Feuern auch mal. Ich sehe schon, ich komme mit dem Hauptquest nicht mehr weiter, bis ich nicht irgendwann die ganzen Missionen hier fertig habe. Nicht die ganzen Missionen, sondern bis ich nicht die Forschungsgeschichten fertig habe. Weil ich einfach nur mir einen abpimmel dabei dann. Weil hier einfach die stärksten Gegner schon kommen. Und meine Truppen sind vielleicht nicht ausgewogen genug und schießen mich tot. Ich glaube, ich könnte die Mission eh nicht abschießen, weil halt die Drohne hier oben rumbackt. Weil ich kann ja nicht alle töten jetzt. Und mir fehlt ja eh mein dämlicher, wie heißt, ja, mach nur zwei Schaden mit deinem Schuss, das ist auch total geil. Treffer. Genau, geh in Deckung anstatt wegzurennen. Das war echt ein guter Plan. Vor allem dein Kollege verblutet in einer Runde. Alter. Und tot, junge Dame. Man sieht echt nicht, wenn er diese Anvisierung macht. Das war doch früher mal anders. Voll geil. Hab nur einen Marine mit einem Lebenspunkt. Oh, der Iron Man Mode, ey. Da stirbt die Sergeant Bailey. So. Jetzt bist du tot. Unglaublich. Vor allem verloren XCOM 1 Kräfte 5 mäßig. Oh. Aber warum war der Schwierigkeitsgrad denn schon wieder falsch? So etwas in Zukunft zu vermeiden. Wir werden unsere Ausrüstung verbessern. Wir müssen. Ja, müssen wir auch. Gib es nicht. Ich brauche Geld für neue Soldaten. Haha, die Firestorm ist wenigstens fertig. Ein kleiner Lichtblick für die Menschheit. Ein schönes Schiff, vor allem eckig. So. Da werden wir aber Folgendes mitmachen.
Wie sieht das denn im Lagezentrum aus? Bei Aliens konnte unser Ingenieurteam mit nur einem Schiff herkömmliche Raumfahrtforschung im Wert von Milliarden Dollar überflüssig machen. Ja. Was haben wir in Brasilien? Ich muss mal eben gucken. Deutschland, China, Japan, Indien, Australien. Also ich glaube hier indischer Bereich habe ich sehr viel. Ja, Deutschland gibt es halt noch eins. Was soll das heißen? Sie haben eine Schlange gesehen. Was hat das hiermit zu tun? Jetzt wurde ich ganz verwirrt. Nicht die Raven, sondern die Demon 1. Die schicken wir nach Asien. Und hier können wir direkt eine Raven dann ausmustern, weil die kostet mich ja auch monatlich Geld. Wir werden hier davon einige ausmustern. Wir brauchen eigentlich immer nur einzelne mit einer Laserkanone. Gut, der zweite Firestorm ist auch in 10 Tagen bereit. Liefern wir aus. Barklasse. Ach, gelandet. Wundervoll. Wir haben sogar noch ein paar Leute, die hier die Lust haben zu kämpfen. Du kriegst eine Schalenrüstung. Und der Einzige, der bei uns noch ein bisschen Eier hat, beziehungsweise überhaupt einen Rang, der kriegt natürlich die Titanrüstung, damit der überlebt. Obwohl ich denke, dass nur wegen dem Scheißding die Mission plötzlich so schwierig war. Beziehungsweise, ach, das war... einfach Mumpitz. So, der letzte. Schön. Alle haben Plasmakanonen. Er hat einen Exoid-Laser, also können wir auch starten. Transporter ist eingetroffen. Ah, oh, du brauchst Meld, du brauchst Legierung. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Okay, das ist ein länglich gezogenes UFO, weil es sagt mir nichts. Also der Name des UFOs sagt mir überhaupt nichts. Bin unterwegs. Jedenfalls nicht vom ersten Durchspielen mehr. Und ja, ich mache wieder aus Versehen verfrüht die Overwatch-Geschichten. Auf dem Weg. Feinde gesichtet. Oh. Ziehe ich wieder zurück. Verstanden, Commander.
muss die alle irgendwie positionieren jetzt. Aber lustigerweise haben jetzt gerade die Drohnen hier weniger HP. Schön. Und wir haben alle Truppen mal stehen. Du bist gelaufen, du kannst nicht mehr so häufig feuern. Oh, aber immer noch einmal und es reicht, um ihn zu töten. Toll. Nur er darf ihn, kann ihn sehen. Das ist mal eine richtig scheiß Situation. Ja, der macht natürlich direkt feuern. Oh. Das Vieh ist so ein Haufen Scheiße. Das ist echt so ein Kack mit dem Ding. Seid ihr alle total banal? Wenigstens der Schwierigkeitsgrad mal richtig. Hauptsache, der kann ihn von so einer scheiß Position sehen. Ja, jetzt sitzen die wieder ziemlich eng aufeinander. Oh nein, er macht die Raketen. Aber wenn ich mich jetzt bewege, kommt er auch wieder mit dem Feuer an, oder? Bin unterwegs. Nein, doch nicht. Hey, der erste Treffer, 2 Schaden. Bei einem Gegner, wo ich bis zu 6 Schaden machen sollte. Ich hoffe, die Raketen gingen jetzt wirklich eigentlich auf meinen Schweren da hinten. Ja. Richtig gehandelt. Aber so kriegt man... Man sieht das nicht mehr. Komm. Wie schmeckt dir das? Oh, unglaublich. Das Ding ist so kacke. Jedenfalls für meine aktuelle Bewaffnung. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal Raketen kommen. Tot. Tot. Position bestätigt.
Nur was soll ich machen? Ich komme nicht näher ran an den. Oh nein. Aber ich kann nicht die ganze Zeit darauf warten. Dass der eines Tages mir entgegenkommt. Hey, ein kritischer Treffer. Wenn ihr getroffen werdet, seid ihr eh tot. Also feuert lieber um euer Leben. Tot. Ich sehe es kommen. Ah. Oder der stirbt. Ich komme mit denen hier einfach nicht an den ran. Ich kann es auch nicht ändern. Wenn ich näher rangehe, kriege ich nur auf Fresse. Wenn ich mit denen hier weggehe, kriegen die auf Fresse. Ich muss nachladen. Was soll ich anderes machen? Hier darf ich keinen bewegen. Ach komm, kriegst halt. Wirst du getötet. Hab ich ein Schwein. Aber der ist auch so im Eimer. Heilen bringt eigentlich nichts, weil jeder Beschuss von dem tötet mich. Ich muss versuchen, Schaden auf den zu machen. Komm, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Jetzt muss ich aber sagen, wird der Doc es schaffen, das Vieh noch auszuschalten? Ein Mann liegt schon im Fluss und ist tot. Die anderen sind auch alle schwer angeschlagen. Das alles beim nächsten Part von XCOM Enemy Within. Bis dann, Leute. Ciao. Fieser Cliffhanger.